Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Lego Worlds. Wir sind hier immer noch in der Lego City unterwegs. Werden ihr aber jetzt, denke ich mal, den Rücken wiederkehren und uns weiter aufmachen, um noch ein paar Quests zu erledigen. Wir haben nämlich ein Ziel vor Augen und dieses Ziel heißt 2 goldene Steine finden. Weil dann haben wir die 100 voll und das würde ich gerne, wenn es irgendwie möglich ist, hier und jetzt und in dieser Folge hier noch erledigen. Das wäre einfach fantastisch. Deswegen machen wir uns gleich auf zu den nächsten Quests. Da gibt es ja immer mal dann als letzten Schritt einen goldenen Stein. Und wir... die Schafe sind zu geil. Wir laufen hier mal ein bisschen rum noch, einfach um zu schauen, ob es noch was gibt, was wir noch nicht eingesammelt haben. Hier in diesem Landwirtschaftsbiom, nenne ich es jetzt mal. Wir schauen mal. Wir halten die Augen offen. Nein, Krähe, du nicht. Was bist denn du für ein Pferd? Du bist das Pony. Genau. Haben wir auch schon in unserer Liste. Jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Was ist denn jetzt wieder los hier? So, geht's jetzt wieder oder können wir jetzt weiterspielen bitte? Nein, können wir anscheinend nicht. Wir warten mal einen kurzen Moment, vielleicht muss die Welt nachladen. Das ist schon ein bisschen nervig. Hier sind wir hergekommen, das heißt, hier haben wir die 2 Unterkünfte für den Sheriff hingebaut. In der letzten Folge. Den wenden wir auch den Rücken zu und gehen hier nochmal durch das... Halt, stopp, falsches... So, das ist der Forscher, den haben wir schon. Was mich ja noch in den Fingern jucken würde, wäre eben dieser junge Mann hier. Aber von dem haben wir leider noch keine Quest gesehen. Es wäre sehr schön, wenn wir den auch noch freischalten könnten demnächst mal. Aber ich sehe die bisher immer nur rumlaufen. Da unterhalten sich 2 Mumien. Wahrscheinlich über Verbände. So, du stehst hier nur dumm rum, hast nichts zu tun. Na gut. So, was haben wir denn hier? Bist du unser Questgeber? Das wäre einfach fantastisch. Nein, auch dieser junge Mann steht einfach nur wieder dumm rum. Ob das hier alles so richtig ist? Bist du unser Questgeber? Wohl nicht, oder? Nee. Wo ist denn jetzt hier? Die Sphinx sieht auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen aus. Wir machen das mal so. Bist du unser Questgeber? Nee, auch nicht. Wolke? Sieht auch eher schlecht aus. Wir können es aber mal probieren und schnappen uns dafür wieder unser Lieblingshubschrauber... Nein, unser Lieblingshubschraubergerät, wollte ich sagen. Hinein und hoch dafür. So, wir gucken einfach mal, aber ich glaube, der grüne Strahl trifft nicht mal annähernd irgendeine Wolke. Das ist wieder eine dieser Quests, wo ich nicht weiß, müssen wir dafür noch irgendwas erledigen? Oder ist sie einfach nur kaputt, verbuggt, wie auch immer? Auf jeden Fall ist es so ein bisschen nervig. Wobei ich halt jetzt auch denke, dass
einer von den beiden. Ja, nicht einer von den beiden. Oh. Unser Questgeber sein. Ah. Viel Spaß im Wasser, wollte ich sagen. Dass einer von den beiden vielleicht unser Questgeber sein könnte. Aber irgendwie. Es hat nicht sollen sein. Kommt der Kleine nochmal raus hier? Ja, er kommt. Aber das ist mir alles hier zu dicht am Wasser. Der rennt da eh gleich wieder rein. Vor allem, wo steht denn jetzt? Jetzt ist er da, glaube ich, in die Höhle gegangen. Nee, das ist mir gerade zu blöd. Wir steigen ein und gucken uns noch die letzte Quest an. So, hier ist auch das Gebiet. Oh! Ja, wen haben wir denn da? Wer bist denn du? Der sieht da lustig aus. Diese Mine ist... Ich kann es wieder nicht lesen. Warte mal gerade. Ich muss mal hier einen anderen Platz suchen. So, jetzt vielleicht. Diese Mine war einst voller Gold. Du weißt nicht zufällig, wie man ihren einzigen Glanz wiederherstellen könnte, oder? Ich könnte sie mal anmalen in Goldfarben. Vielleicht bringt's was. Müssen wir nur gucken, wo die goldene Farbe ist. Ich glaube, hier oben ist sie nicht. Kriege ich es überhaupt angezeigt? Ja, da blinkt's. Warmes Gold. Na dann. Ab dafür. Oh, das sieht schön aus. So, jetzt hat er eine schöne Goldmine. Der junge Mann, der erinnert mich so ein bisschen an Western von gestern. Der eine oder andere mag es vielleicht noch kennen. Das nenne ich mal eine Goldmine, wenn du da... Oh, wenn du da bla bla, ich abbauen, fertig. Das ist ein bisschen nervig. So, dieser junge Mann hat einen goldenen Stein. Und somit werden wir bei 99 goldenen Steinen. Es fehlt noch ein goldener Stein. Ein goldener Stein. Und wenn ich hier auf die Uhr gucke, wir haben erst 7 Minuten auf der Uhr von unserer Let's Play-Folge hier. Und ihr wisst ja, so eine halbe Stunde spiele ich eigentlich immer. Das heißt, es ist durchaus möglich, den einen goldenen Stein noch zu finden. Oh, hier gibt es einen... Oh! Hier gibt es einen Planwagen. Der ist auch schick. Den nehmen wir natürlich auch gerne dankend an. So, wie machen wir das jetzt? Wollen wir nochmal in eine Kiste gucken, ob da vielleicht der letzte goldene Stein drin ist? Wir nehmen mal den Ochsen mit runter. Der ist schier begeistert. Ich hoffe nicht, dass der uns da unten gleich an die Gurgel will. Nee, der will einfach nur einen Grashalm. Ah, sagt er und holt... Unsere zweite Straßenplatte. Wir haben eine zweite Straßenplatte. Gibt es hier sonst noch irgendwas in den... Nee. Gut, dann gehen wir wieder raus. Hm. Das ist halt jetzt wirklich die Frage. Was machen wir? Wie machen wir es? Zu weit geflogen. Ah, Kacke. Und wir holen raus. Eine grüne Fackel. Mag ich alles ganz gern. Der letzte goldene Stein war halt jetzt genial. Oh, das war wieder ein Blitzstart. Da ist wieder unsere Lady. Vielleicht hat sie ja jetzt wieder Lust, mit uns zu reden. Ja! Hervorragend. Ja, Hindernisse genau. Das war's. Schnell die Hindernisse gebaut. Ich hoffe, dass sie den letzten Stein hat. Das wäre einfach nur fantastisch. So, dann bauen wir die mal. Ich weiß es nicht. Hier einfach so auf.
Wir bekommen dafür eine... Sieht aus wie eine Pistole. Oh, eine Wasserpistole. Cool. Schnell das schwarze Katana raus und... Oh, jetzt haben wir das Pferd. Ja! Ja! Nein! 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 Das war eben unsere Chance für den letzten goldenen Stein. Ich fasse es nicht, dass wir uns das selbst versaut haben gerade. Scheiße! Wo ist denn der kleine Mann jetzt hin? Jetzt ist der auch noch weg. Hey, wo ist denn der hin? Ach, da hinten. Komm, bleib mal stehen jetzt. Hab dich. Wir müssen uns noch einen mit einem goldenen Stein suchen. Verdammte Hacke, vielleicht kommt ja der Questgeber nochmal wieder. Die werden ja immer mal wieder resettet. Das wäre toll. Kruzifix. Noch einmal, das wäre der letzte Stein gewesen. Hat die Kuh jetzt hier eingekauft, oder was? Ja, aber, nö. Danke. Ich kann es nicht fassen. Wir haben uns den letzten goldenen Stein versaut. Was ist denn jetzt eigentlich unser Fluggefährt? Ist jetzt kaputt, oder was? Neues. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter auf die Suche. Ein läppischer goldener Stein. Wollen wir hier nochmal buddeln? Wäre jetzt so mein Vorschlag. Oder nebendran ist auch noch irgendein Gebilde, was wir, glaube ich, auch noch nicht haben. So, was haben wir hier? Goldener Stein, goldener Stein, goldener Stein. Hat es letztes Mal auch nicht geklappt. Wir bekommen ein Gladiatorenschwert. Wow. Okay. Mit ein bisschen Glück. Hier ist noch eine zweite Kiste, warum auch immer. Da ist er. Da ist der goldene Stein. Und wir sind einen Rang aufgestiegen. Und ich schätze mal, das ist der letzte. Meisterbauer. Wir sind Meisterbauer. Wir haben es geschafft. Du hast es geschafft. Du bist Meisterbauer. Die ultimative Macht des Universums liegt in deinen Händen. Jetzt kannst du deine eigenen Welten erschaffen. Schwing dich in dein Raumschiff, öffne die Galaxiekarte und klicke die Welterstellen-Schaltfläche. Deine Welt kann eisig sein oder hügelig. Hauptsache, sie gefällt dir. Wir sind Meisterbauer. Na endlich. So, das gefällt mir sehr gut, wenn du jetzt unser... Das ist nicht dein Ernst. Der klaut uns gerade unser... Der hat uns unseren Hubschrauber geklaut. Der Sack. Ich muss gerade nochmal... Ich kletter mal hier auf den Berg hoch. Weil es gerade mit dem Mond so schön aussieht. Obwohl, da sind die ganzen Dings dahinter, im Hintergrund. Warte mal, haben wir hier irgendwo eine freie Fläche? Nee, hier leuchtet sie. Oh, doch, hier. So, ich mache gerade nochmal einen Screenshot. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Screenshot erfolgreich gemacht. Und ich würde sagen, wir befolgen den Rat. Des jungen Mannes, der uns da eben zugetextet hat. Oh Mann. Und gehen mal zu unserer Rakete
und bringen da die Steine hin und gucken mal, was passiert. So. Aber erstmal wieder, nachdem wir ja... Ach, was mache ich denn? Jetzt bin ich so aufgeregt. So, rein da. Nachdem wir ja beklaut worden sind hier. Ach ja, jetzt... Jetzt ist er rausgesprungen, der Sack. Egal, jetzt haben wir einen neuen. Mach doch damit, was du willst. Was ist denn das hier? Okay, das ist nur so ein Gerippe. Das sah eben aus wie so ein Waffenständer. Wir sind... Ja, eigentlich noch nicht am Ziel unserer Bemühungen, weil uns fehlen ja noch Steine und wir müssen ja auch noch ganz viele Sachen selbst bauen. Und aber wir sind auf jeden Fall schon mal an einer großen Etappe auf unserem Weg hier angekommen. Wir können jetzt endlich eigene Welten kreieren, eigene Welten erstellen. Ja, und können uns auf diesen austoben. Und ich denke, es gibt auch noch die eine oder andere Quest zu erledigen, die jetzt hier auf den etwas kleineren Welten noch nicht so aufgetaucht ist. Und wir können jetzt endlich so Sachen machen wie, ich möchte einfach nur eine Welt nur mit Gruselwald haben. Das alles ist jetzt möglich, sobald wir hier unsere Maschine mit den Steinen gefüttert haben. Selbst unsere Rakete tanzt vor lauter Freude. Sehr schön. So, die hat jetzt aber nichts Neues mehr bekommen. Das Triebwerk war das letzte. Ja, und ich würde sagen, das Dungeon läuft uns ja nicht weg. Ich würde echt sagen, wir kreieren uns mal unsere erste große Welt. Und schauen mal, wie das funktioniert. So, erstmal müssen wir das hier freischalten. Und wir klicken auf den Knopf. Wir kriegen hier eine Übersicht über sämtliche Biome, die wir hier in LEGO Worlds haben. Ich denke mal, es sollten auch eigentlich alle jetzt freigeschaltet sein. Das sieht auf jeden Fall demnach aus. So, wir haben hier Fantasiewald, wir haben die sandigen Dünen, die verspielte Prärie, wachsame Wildnis, gefährliches Grenzland, gesetzlose Lagune, die wunderbaren Wiesen, den Pilzwald, den krassen Canyon, den bunten Wald, die Polarebenen, den frechen Regenwald, den Schrottdschungel, das wispernde Waldgebiet, die heimtückischen Gipfel, die Kristallklippen, das fiese Ödland, den Zierwald, den gruseligen Wald, den Frostwald und die süße Wüste. So, was haben wir hier oben noch? Die Größe der Welt. Wir können uns hier die Größe der Welt aussuchen. Klein, mittelgroß, groß und riesig. Das klicken wir mal an und suchen uns mal passend dazu eine Welt und mein erster Wunsch wäre der gruselige Wald. Und den erfülle ich mir jetzt auch. Und wir klicken hier auf Ja, Welt jetzt erstellen. Ja. Und ich glaube, oh, das sieht doch schon mal, oh, da ist ganz wenig Wasser und ganz viel Land. Das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Ich glaube, da reisen wir mal hin. Die Galaxie ist voll. Lösche einige Welten aus der Galaxie, um Platz zu schaffen. Oder versuche es mit einer kleineren Welt. Okay. Ich
Ich hoffe, die Welt bleibt uns jetzt erhalten. Wir löschen jetzt mal hier ein paar von diesen kleineren Versuchen, die wir hier hatten. Da wir ja jetzt Welten erschaffen können, brauchen wir die ja eigentlich auch nicht mehr unbedingt. Wir können uns ja jetzt praktisch jeglichen Wunsch, was die Welten angeht, erfüllen. Das heißt, wir können durchaus hier mal den ganzen kleinen Krempel verbannen und uns dann nach Herzenslust austoben. Ich mache jetzt einfach mal hier einen komplett Kahlschlag. So, noch zwei oder drei und dann gucken wir mal, ob wir dann eine große erstellen können. So hält Traveler's Tales auch ihre Server sauber, habe ich so das Gefühl. Damit man hier nicht unendlich viele Welten erschaffen kann. Das ist auch ein bisschen beschränkt. Gut, ist auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Könnte wahrscheinlich auch die Ladezeiten ein bisschen beeinflussen. So. So, machen wir die zwei hier noch weg. Halt, stopp. Die hier. Ja. Und die hier auch noch. Und dann lassen wir es mal gut sein und gucken mal, ob das jetzt immer noch unsere große Welt ist, die wir eben ausgesucht haben. Ja, das sieht gut aus. Na dann, gucken wir mal, ob es jetzt geht. Start wird vorbereitet. Und los geht's zu unserer ersten eigens erstellten Gruselwaldwelt. So, und wir sind angekommen. Wir sind gelandet in unserer ersten eigenen Welt. Ich freue mich. Und wir schauen uns noch ein paar Minuten um. Ein paar Minuten Zeit bleiben uns noch in der Folge hier. So, jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung gehen wir zuerst. Das ist eigentlich, glaube ich, egal. Was liegt denn hier? Ja, super. Hier liegt ja gleich unser kleiner Hubi, aber ich glaube, ich möchte jetzt mal laufen. Einfach nur, um nichts zu verpassen hier. Was ist denn eigentlich hier mit der schwarzen Spinne? Gibt es da auch eine Quest zu oder warum können wir die nicht freischalten? Ich bin auch mal gespannt, was uns hier für Charaktere noch erwarten. Ob es da auch nochmal, wie gesagt, ich habe hier letztes schon mal erwähnt, mir fehlt hier irgendwie noch, mir fehlen noch zwei Charaktere hier auf jeden Fall. Das ist zum einen der Vampir, Graf Dracula. Und zum anderen der Werwolf, die es beide schon in der Early Access gab. Die ich jetzt hier noch gar nicht gesehen habe. Ich hoffe inständig, dass sie uns noch über den Weg laufen. Jetzt noch ein Motorrad, haben wir das schon? Dr. Rodney's Wrathbones Motorrad, okay. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinlaufen soll. Ob ich einfach mal hier so nach den Charakteren gucken soll oder... Hallo, wer bist denn du? Du bist wieder das gruselige Mädchen, aber auch die möchte nicht mit uns reden. Das ist wirklich sehr schade. Oh, was? Hallo, kleine Spinne? Oh.
Okay, hier haben wir wieder jemanden vergessen freizuschalten, so wie es aussieht. Major Quinton Steele. Komm mal her, bleib mal stehen. So, jetzt. Danke. Das ist wieder typisch ich. Und du bist... Du heißt doch auch Steele, oder? Nee, N. Lee heißt du. Ich hoffe, dass wir von dir auch nochmal irgendwo eine Quest sehen dann. Das wäre einfach nur fantastisch. Da steht die Rockerin und die möchte ein Foto von einem Schlagzeug. Das Schlagzeug haben wir. Ich hoffe nicht... Oh, jetzt läuft sie uns weg. Wo ist denn das Schlagzeug? Da. So, warte mal, wir bauen jetzt erstmal das Schlagzeug und jetzt rufen wir sie uns mal bei. Nochmal. Ich will unbedingt meine neue Konzertausrüstung zur Schau stellen. Machst du ein Foto davon? Na klar. So. Hier oben ist es. Hier habe ich es hingestellt. Bitteschön, junge Frau. Und ich bekomme eine Karotte. Dankeschön. Dankeschön für die Karotte. Oh, wart mal. Nein, stopp. Ah, sie haben sie wieder platt gehauen. Ich hatte die Karotte in der Hand, dann habe ich irgendwie das Tool in die Hand genommen. Das war natürlich auch scheiße. Ja, und dann war sie auch schon tot. Verdammt. Da hinten läuft ein grünes Männchen. Mit einem Steinchen. Hab mich wieder veräppelt hier. Da, hab dich. So, die Rockerin möchte die Gitarre haben. Ich habe auch gerade gesehen bei der anderen Rockerin, wir haben die schon mal eine Quest für die gemacht und haben auch wieder vergessen, die junge Frau freizuschalten. Wir hätten da nämlich eine schon. Wir machen sie auch komplett gerade, bezahlen sie. Aber die Gitarre bekommt sie nicht von uns. Bin froh, dass wir sie wieder haben. So, die schwarze Katze hatten wir ja auch in einer der letzten Folgen freigeschaltet. Überall brodeln hier die Hexentöpfe. Da ist wieder eins von den gruseligen Mädchen. Den könnten wir eigentlich mal beschützen. Kann nicht schaden. So, ihr Zombies, dann kommt mal her. So einfach geht es nämlich. Das war schon wieder knapp. Viel zu knapp, meiner Meinung nach. Aber wir haben es geschafft. Ich muss zugeben, dass mir für eine solche Situation doch ausgesprochen unvorbereitet vorkomme. Na gut, hier hast du dein Rapier. Wir haben ja eh das schwarze Katana, das ist eh viel schöner. So, war das die letzte Quest? Ja, das war die letzte Quest. Da fliegt eine Fledermaus, die könnte sich doch jetzt auch mal in Graf Dracula verwandeln. Wird sie wahrscheinlich aber nicht mir zuliebe tun. Zombies prügeln auch wieder auf alles ein, was nicht schnell genug wegkommt. So.
gut. Hier unten läuft ein Geist rum. Ja, dann gib mir doch eine Quest und dann brauchst du nicht Huhu machen. So, gut. Ich muss leider die Folge hier jetzt beenden mit dem Geist. Es hat mich gefreut, dass ihr zu... Was hat denn der vor? Alter! Geht's noch? Ich glaube, es brennt, echt? Mitten in der Abmoderation. Ich glaube, es hackt, echt? So, also nochmal. Ja, ich muss leider Schluss machen. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Es würde mich natürlich auch wieder freuen, wenn ihr das nächste Mal zuschaut. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, damit ich auch so ein bisschen weiß, ob ich noch ein bisschen weitermache, ob ihr überhaupt noch Lego Worlds bei mir zuschauen wollt. Schaltet das nächste Mal einfach wieder ein, wenn ihr mehr sehen wollt. Ja, und ansonsten wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Macht's gut und tschö mit ö.